Matriarchat ist nach der gängigsten Definition ein Gesellschaftssystem, in welchem Frauen die Übermacht in Familie, Staat und Gesellschaftsordnung besitzen. Es ist also der Gegensatz zum Patriarchat, in welchem Männer diese Übermacht besitzen. In der feministischen Matriarchatstheorie hingegen beschreibt das Matriarchat eine auf soziale und politische Gleichheit ausgerichtete und Waffengewalt ablehnende Gesellschaftsordnung. Einer weiteren Definition zufolge ist das Matriarchat eine Ackerbaugesellschaft, in der die Erblinie der Frauen als besonders wichtig gilt, da Frauen die Kontrolle über die Vorräte besitzen und bei Entscheidungen die Vormacht haben. Die Existenz matriarchaler Gesellschaften ist jedoch stark umstritten. Stattdessen scheint die Möglichkeit der Matrilokalität, also der weiblichen Dominanz in bestimmten gesellschaftlichen Bereichen, als sehr wahrscheinlich. Die gesamte dokumentierte Historie der vergangenen Jahrtausende ist von patriarchalen Herrschaften geprägt, was primär durch die vermeintliche körperliche und geistige Überlegenheit von Männern gerechtfertigt wurde. Die patriarchalen Strukturen wirken auch heute noch. Dies gab und gibt Anlass zu einer Vielzahl von Diskussionen und Bewegungen zur gesellschaftlichen Gleichstellung der Geschlechter.